Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen hier zu diesem Video-Tutorial der Relative Strength Index, RSI, ein relativ starker Klassiker unter den Trading-Indikatoren. Mein Name ist Jens Klatt, ich bin der Gründer von jk-trading.com und im Folgenden wollen wir uns diesem Klassiker der Chart-Analyse eben tatsächlich widmen, diesem Klassiker unter den Trend-Indikatoren, Momentum-Indikatoren tatsächlich. Und ich möchte dir gerne zeigen, wie ich diesen RSI in meinem Trading Anwendung finden lasse und wie dieser hoffentlich dann auch in deinem Trading richtig angewendet eben von großem Nutzen sein kann. Also, beginnen wir. Schauen wir zunächst auf die Frage, was ist der Relative Strength Index? Wenn du das Videotutorial zur ATR, zur Average to Range, gesehen hast, dann wirst du eventuell hier über den Namen J. Well Wilder schon mal gestolpert sein. Denn den hatte ich in diesem Zusammenhang erwähnt. Und ich hatte gesagt, dass neben der ATR eben zum Beispiel auch der RSI auf ihn eben tatsächlich zurückgeht als Begründer. Und demnach wollen wir einen Blick werfen auf den RSI. Ich hatte ihn nicht nur erwähnt, sondern auch eine E-Mail erhalten von jemandem, der mich fragt, ob ich dazu mal ein Video machen kann. Und das ganz besonders auch vor dem Hintergrund eben, dass es sich um einen Standardindikator in jeder gängigen Handelsplattform tatsächlich handelt. Das Interessante im Zusammenhang mit dem Relative Strength Index ist, dass die Bezeichnung Relative Strength oder auch relative Stärke zu Deutsch etwas irritierend ist, denn es handelt sich um eine Möglichkeit, in einem Instrument eine Momentum-Analyse durchzuführen. Also das bedeutet, relative Stärke, die würde man im ersten Moment eventuell eher darauf Anwendung finden lassen, dass man sagt, ich vergleiche hier zwei Märkte miteinander, zwei Aktien zum Beispiel, oder zwei Währungspaare, zwei Aktienindizes, der eine ist relativ stark zum anderen oder zeigt sich aktuell eher underperformed, beispielsweise so wie ich es in meinen Morning Meetings immer tue. Falle des Relative Strength Index bezieht sich das aber tatsächlich nur auf einen Markt. Also das heißt auf einen Basiswert, den ich mir an dieser Stelle eben anschaue. Und was der RSI im Kern eben tatsächlich macht, ist, dass er sich die Stärke von Kursverlusten in der jeweiligen Periode anschaut. Er schaut sich die Stärke von Kursgewinnen in der jeweiligen Periode an und er setzt dann diese entsprechend ins Verhältnis. Das Interessante ist jetzt, die Verwendung des Wortes Stärke irritiert in diesem Zusammenhang vielleicht. Wie kann man denn etwas als stark oder starken Kursverlust interpretieren oder starken Kursgewinn? Was wir hier in diesem Zusammenhang eben sehen, dann mit dem RSI, ist Folgendes, nämlich dass die Anzahl der in einem bestimmten Intervall gewählt, also nehmen wir den RSI 14, das ist die Standardaggregation, was wir dann zum Beispiel sehen, es sind jetzt 5 Gewinntage aufgetreten. Dann haben wir starke Kursgewinne, oder Stärke von Kursgewinnen ist dann eben abgebildet mit dem Durchschnitt an der Stelle, das werden wir gleich in der Formel noch sehen, eben der grünen Handelstage, die aufgetreten sind. Das gleiche natürlich äquivalent für Verlusttage. Also das heißt, wenn ich 5 Verlusttage hatte, es sagt die Stärke im Grunde genommen oder wird die Stärke gemessen über die Anzahl und den Durchschnitt eben dann auch der jeweiligen Punktverluste, die dort eben aufgetreten sind. Und was der RSI dann im Kern macht, ist, er setzt das eben entsprechend ins Verhältnis. Und was der RSI also macht, ist im Folgenden eigentlich dann ganz einfach zu verstehen. Er bildet die innere Stärke eben des betrachteten Marktes ab und er eliminiert eben auch ein, nennen wir es mal Problem, in Anführungsstrichen vielleicht gesagt, oder eine Schwäche klassischer Momentum-Indikatoren, die eben anfällig für Extremwerte sind. Und er ergänzt auch zudem diese Schwäche oder diese Problematik von klassischen Momentum-Indikatoren oder er merzt sie aus, diese Schwäche, dass er eben es auch möglich macht, eben Momentumwerte miteinander innerhalb eines Indikators zu vergleichen. Es gibt auch eine Möglichkeit eben zu messen, ist etwas relativ stark oder ist etwas relativ schwach. Und jetzt kommen wir erstmal zunächst zu der Formel. Die sieht im ersten Moment vielleicht etwas erschlagend aus, ist aber tatsächlich relativ einfach, glaube ich, zu verstehen. RSI steht kurz für Relative Strength Index, offensichtlich. Und dann machen wir Folgendes. Wir nehmen die durchschnittliche Summe positiver Kerzen und teilen diese durch die durchschnittliche Summe positiver Kerzen und die durchschnittliche Summe negativer Kerzen, die wir dann aufaddieren. Multiplizieren das Ganze eben tatsächlich mit 100. Und wir sehen in diesem Zusammenhang schon bereits, wenn wir uns in der Tiefe jetzt mit dieser Formel auseinandersetzen, dass wir offensichtlich es mit einem Oszillator zu tun haben. Also das heißt, der oszilliert zwischen 0 bis 100 hin und her eben tatsächlich. Und in der Tat ist es so, ich muss ganz ehrlich gestehen, es kommt nicht häufig vor, dass Indexstände, besonders in überkauften Modi, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, wie das zu interpretieren, verstehen ist, dass diese größer 90 auftreten oder dass der RSI unter 10 fällt. Also das bedeutet, wir sehen an dieser Stelle dann wirklich auch sich abschwächende Trends. Also wir schauen ja den Durchschnitt der Summe positiver Kerzen an und den Durchschnitt der Summe negativer Kerzen eben tatsächlich. Und das bedeutet etwas anders formuliert,
Solche Extremstände, die können dann tatsächlich schon deutliche Hinweise darauf geben, dass ein Trend sehr heiß gelaufen ist, sei es auf der Ober-, sei es auf der Unterseite. Bevor ich dir das jetzt grafisch zur Verfügung stelle und zeige, illustriere, du wirst dir jetzt fragen, warum redet er eigentlich die ganze Zeit? Ich kann auch mal ein Bild da zeigen, das ist doch relativ schnell gemacht. Habe ich erstmal mir überlegt, dass es sinnvoll ist, erstmal zu sagen, wie verwende ich jetzt eigentlich den RSI in meinem Trading und dann ausgehend davon den Chart zu nutzen, der dann auch gleich diesen Umstand einfängt mit einem tatsächlich realen, aktuellen Beispiel eben tatsächlich, wo du vielleicht jetzt dann im Nachgang oder während dieses Tutorials schon bereits auf den Chart schaust und dann guckst, wie ist denn die ganze Sache eigentlich ausgegangen. Denn wie immer bin ich jemand, der ein Freund davon ist, aktive Beispiele und auch reale und aktuelle Beispiele vor allem eben zu zeigen und nicht einfach zu sagen, wie im Trading-Buch, guck mal, hier war die Divergenz und schwupps, Divergenz ist das Stichwort, was gleich noch fallen wird. Und schwupps haben wir steigende oder fallende Kurse eben als Resultat gehabt, denn so funktioniert Trading nicht. Also das bedeutet, wir schauen immer in diesem Zusammenhang eben auf den linken Teil des Chartes und der rechte Teil ist leer. Beziehungsweise, wenn wir in der Nachbetrachtung reinschauen, schauen wir von rechts nach links und schauen in die Vergangenheit. Das hilft uns aber im Hinblick auf die Anwendung, wie dann der jeweilige Indikator Anwendung finden lassen kann. Und das kann man jetzt, dann kann man den RSI mit dem ATR oder auch mit anderen Oszillatoren, CCI und dergleichen, kann man das beliebig ersetzen. Also das bedeutet, man sollte das immer im Gesamtkontext betrachten und das ist dann auch so ein bisschen das Ziel, was ich hier mit diesem Tutorial eben tatsächlich verfolge. Zunächst aber also, wie verwende ich den RSI in meinem Trading? Und da kann ich sagen, es ist ein reines Momentum-Tool, welches ich verwende. Also ich nutze den RSI in meinem Trading, Querstrich in meinen Analysen, die ich auch in den Morning-Meetings zur Verfügung stelle, als reinen Momentum-Indikator. Das bedeutet, etwas konkreter formuliert, schwächt sich das Momentum in Richtung des vorherrschenden Trends ab, dann werde ich aufmerksam und schaue eben, ob sich eventuell Handelsgelegenheiten herauskristallisieren könnten, beziehungsweise überlege mir, ob ich mich prozyklisch mit dem vorherrschenden Trend positioniere. Also etwas konkreter gesprochen, wenn ich zum Beispiel eine sogenannte bärische Divergenz sehe, dann bedeutet das, dass der Markt höhere Hochs markiert. Der Markt ist in dem Fall eben der Kurs, der macht höhere Hochs, aber diese werden eben durch den RSI nicht mehr bestätigt. Und das ist ein Indiz dafür, dass sich das Momentum in Richtung des vorherrschenden Trends abschwächt und dass dann prozyklische Long-Engagements mit Vorsicht zu genießen werden. Also das könnte ein Indiz für mich sein, zu sagen, ich bin Risiko-Money-Management-technisch jetzt zum Beispiel aggressiver unterwegs im Hinblick auf die Risiko, auf die Verlustbegrenzung. Also das bedeutet, ich reduziere meine Position. Anders als beispielsweise, wenn ich mich prozyklisch mit dem übergeordneten Trend positioniere und auf der untergeordneten Zeitebene zum Beispiel dann erste Anzeichen sogenannter bullischer Divergenzen, also im Fall eines Aufwärtstrends eben sehe, dann würde ich zum Beispiel das Ganze aggressiver vielleicht sogar traden. Und so sieht man dann, wie ich eben tatsächlich diese Divergenzen, sehr grob gesprochen, in meinem Trading, auch in meinen Analysen eben tatsächlich Anwendung finden lasse. Wie gesagt, alles reine Theorie. Lass uns mal gleich einen Blick hier auf ein praktisches Beispiel werfen, beziehungsweise auf eine aktuelle Situation, wie wir sie eben gerade im Euro-US-Dollar hier vorfinden. Zum einen, bevor wir jetzt beginnen, die Divergenz, die kannst du an dieser Stelle schon sehen durch diese zwei türkisfarbenen Linien. Einerseits hier oben mit den höheren Hochs, die der Euro-US-Dollar an dieser Stelle eben tatsächlich macht und hier den nicht mehr bestätigten höheren Hochs im RSI. Was wir aber auch machen müssen, ist natürlich erstmal uns ganz kurz hier einen Blick gönnen auf den RSI. Also du siehst offensichtlich, das ist hier die Charting-Software von TradingView. Dieser ist standardmäßig verfügbar, den kannst du dir eben wie gesagt über RSI, Relative Strength oder auch relative Stärke vielleicht in deiner Handelsplattform, Handelsumgebung eben einblenden. Dann siehst du hier den Teil magenta hervorgehoben, der, ich sag mal, ein Normalbereich ist. Also, wie ist dieser hier einzuschätzen, dieser Normalbereich? Nun, dieser Normalbereich liegt zwischen 30 bis 70. Dann haben wir da oben weiße Aussparungen und das sind dann Extremniveaus. Also, das heißt, wir haben oberhalb von 70 überkaufte Modi, beziehungsweise unterhalb von 30 überverkaufte Modi eben tatsächlich. Und was in diesem Zusammenhang hier offensichtlich ist, ist, dass stark trendende Modi eben tatsächlich dazu führen, dass wir offensichtlich dann in einen Extremmodus übergehen. Keine große Überraschung, wir sind jetzt hier überkauft gewesen. Und dass der Markt aber dann beginnt, eben nach oben Schwäche zu zeigen oder beziehungsweise abschwächendes Momentum sich widerspiegelt. Und der Markt eben beginnt auszutoppen. Solche Divergenzen, die können zum einen jetzt dazu führen, dass es eben zu scharfen Gegenbewegungen kommt.
Die können zum anderen dazu aber führen, dass es sich hier um einen Hinweis für den Trader, für den Analysten auch handelt. Dieser Modus ist hier nach oben jetzt ein bisschen ausgereizt und es kommt jetzt zunächst zu einer Konsolidierung. Also nur weil eine Divergenz auftritt, heißt das nicht, dass es zu einer scharfen Gegenbewegung kommen muss. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Es kann sein, dass diese Divergenz auftritt und sie ist für mich ein erstes Indiz, dass sich das Momentum abschwächt, aber es ist nicht ein Beweis dafür, jetzt eine aggressive Short-Positionierung einzugehen, antizyklisch und darauf zu spekulieren, dass eine Korrektur ansteht. Sondern es ist erstmal nur ein reines Zeichen, ein reines Indiz in Richtung, das Momentum schwächt sich soeben ab und jetzt gilt es ein bisschen konservativer zu agieren. Auf den untergeordneten Zeitebenen findest du jetzt vielleicht hier Möglichkeiten, dich long zu positionieren. Und dann arbeitest du aber ausgehend von dem Wissen, dass die übergeordnete, dich dominierende Zeitebene eine Divergenz ausbildet, arbeitest du einfach mit näher liegenden Kurszielen, also konservativeren Kurszielen. Du gestehst dem Markt nicht mehr zwangsläufig so viel Potenzial zunächst auf der Oberseite zu, solange diese Divergenz eben tatsächlich hier besteht. Das bedeutet, du handelst einfach mit einem näher am Markt liegenden Take-Profit, wenn man so möchte. In diesem Zusammenhang sei jetzt aber das aktuelle Beispiel, der Gesamtkontext mal hervorgehoben. Und ich finde dieses Beispiel einfach so unglaublich gut, weil ich hier jetzt eine Möglichkeit habe, auch mal auf etwas einzugehen, was ich in meinem ersten Buch Forex Trading mal geschrieben habe. Und zwar, dass ich in Bezug auf technische Analyse zwar sehr dankbar bin über die Möglichkeiten, die diese zur Verfügung stellt, aber ich nie die technische Analyse alleinstehend nehmen würde und als Ausgangspunkt für eine Handelsentscheidung treffen, sondern ich habe mir dort geschrieben, dass ich den Gesamtkontext gerne betrachte, besonders im Devisenbereich, in einem solch komplexen, in solch einem tiefen, in solch einem breiten Markt, ist das ganz, ganz wichtig. Und da habe ich geschrieben, dass ich hier das Hilfsmittel technische Analyse heranziehe, aber eben auch einen Blick auf die fundamentale und auch auf die positionstechnische, also oder Sentiment in der Stelle eben tatsächlich einen Blick werfe. Fundamental ist die Situation dahingehend gerade interessant, dass in 4 Tagen die EZB-Leitzinsentscheidung ansteht. Ich weiß jetzt bereits an dieser Stelle, dass dieses Video hier erst nach dieser EZB-Entscheidung eben online gehen wird. Also das bedeutet, wir können im Nachgang schauen, du hast die Möglichkeit darauf zu schauen, ob diese Divergenz sich tatsächlich dann auch so aufgelöst hat, nutzt das vielleicht auch um ein besseres Gefühl für diese Divergenzen innerhalb des Relative Strength Index eben tatsächlich zu bekommen, das vielleicht in Zukunft deinem Trading Anwendung finden zu lassen. Also, wir haben mit der EZB-Leitzinsentscheidung, dieser Fundamentalentscheidung, also einen potenziellen Trigger, ein Wohler-Event, welches eben stärkere Bewegungen initiieren könnte. Aktuell gibt es so ein bisschen Spekulation, dass die EZB vielleicht erste rhetorische Interventionen auf den Weg bringt, um zu versuchen, den Euro zum US-Dollar abzuschwächen, weil in Aussicht steht, dass der US-Dollar weiter abwertet und dass die Fed vieles dran setzen wird, den US-Dollar unter Druck zu halten, was natürlich nicht im Sinne der EU, / der EZB ist, die eine starke Aufwertung des Euros, besonders jetzt post dieser Lockdown-Geschichte rund um Corona, dergleichen vermeiden möchte. Das bedeutet nicht, wenn du dieses Video jetzt in einem Jahr siehst und den Euro bei 1,25, 1,30 sieht, dass ich mich komplett geirrt habe. Ich bin selber sehr positiv für den Euro-US-Dollar. Ich bin sehr gespannt, wo wir in einem Jahr stehen, kann mir sehr gut vorstellen, dass wir sehr deutlich oberhalb von 1,20 eben handeln. Nichtsdestotrotz sind kurzzeitig aus dieser Perspektive Rücksetzer eben tatsächlich einzukalkulieren. Eben weil sich zum Beispiel diese Divergenzen abzeichnen. Das Alleinstehen reicht aber auch noch nicht aus. Also wir haben die Divergenz, wir haben diesen potenziellen Vola-Trigger, also was heißt die Volatilität begünstigende Event mit der EZB, aber das alleine reicht eben auch noch nicht. Und in diesem Zusammenhang spielt eben jetzt auch das Sentiment eine sehr, sehr interessante Rolle, auf das wir hier mal blicken wollen. Eventuell hast du dem einen oder anderen Referenten schon mal gelauscht, der hat sich bezogen auf den Commitment of Traders Report, COT Report. Es gibt ja Möglichkeiten, sich das auch in entsprechenden Handelsplattformen einblenden zu lassen und dergleichen. Und ich habe hier einfach mal eine kostenlos zur Verfügung gestellte Webseite aufgerufen, barchart.com. Den Link dazu findest du auch in der Description Box, ganz besonders bezogen jetzt hier auf den Euro. Und das, was wir uns hier anschauen, ist die Positionierung der Großspekulanten in Bezug eben auf den Euro-Future. Und der ist aufgelistet, die Box, auf die wir hier blicken, ist tatsächlich jene. Und zwar haben wir hier die Large Speculators, und zwar dort in grün. Wir haben die Small Speculators, das sind Kleinspekulanten, die aber jetzt für uns keine Rolle spielen. Und wir haben die Commercials, die spielen auch für uns auch keine Rolle, gehalten in rot. Diese Large Speculators, das sind die sogenannten Non-Commercials, Großspekulanten, das sind jene, die prozyklisch agieren, die eben große Trends im übertragenen Sinne spielen. Und was wir eben sehen können, ist, dass wir jetzt hier in diesem Kontext eine regelrechte Mega
aggressive Long-Position sehen. Also tatsächlich könntest du jetzt zurückgehen bis ins Jahr 2000 und würdest feststellen, so long wie aktuell waren die Großspekulanten den Euro noch nie, also den Euro-Future an der Stelle, der ja hier gegen den US-Dollar gerechnet wird. Und das ist ein Sentiment-Extrem, was fast schon danach schreit so ein wenig, dass es aufgelöst wird. Vorausgesetzt, es wird natürlich das jeweilige Trigger-Event geliefert. Also anders formuliert, die Großspekulanten, die positionieren sich hier besonders skeptisch auf den US-Dollar. Aber wenn es jetzt eine Gegenmaßnahme seitens der EZB gibt, die eben darauf abzielt, den Euro irgendwie Abwertung erfahren zu lassen. Und dann würden die auf dem falschen Fuß erwischt und müssten diese Position reduzieren, was wiederum natürlich Abgabedruck nach sich ziehen würde, wenn der Euro massiv long gehandelt wird. Und dann sehen wir entsprechend die Großspekulanten diese Position reduzieren. Dann wäre das der Abgabedruck, den es benötigte, um eben eine schärfere Korrekturbewegung auf den Weg zu bringen. So kann man relativ zügig mit Hilfe des RSI tatsächlich zu einer Handelseinschätzung kommen. Wie spielt der RSI in diesem Zusammenhang eine Rolle? Nun, die Betrachtung des Sentiments, die habe ich zwar als Analyst auf dem Schirm, aber du eventuell nicht. Du hast da bis jetzt noch keinen Blick drauf geworfen. Aber du wirst vielleicht aufmerksam auf den Euro und fragst dich in Zukunft, welche Events stehen an, könnten Volatilität begünstigen und wo sind wir positionstechnisch, wenn du solche Divergenzen identifizierst, besonders in einer hier übergeordneten Zeitebene. Wir schauen uns immerhin den Tageschart an. Auch eine wichtige Information. Wenn du RSI Analysen betreibst, Momentum-Analysen betreibst, würde ich dir immer den Tipp geben, den Rat geben, schau die übergeordnete Zeitebene an. Ich guck dir nicht irgendwie den 5-Minuten-Chart, den Minuten-Chart an. Das ist zu viel Marktrauschen. Aber der Tag, der hat Aussagekraft. Die 4-Stunden-Ebene, die Stunden-Ebene, da wird es schon ein bisschen hakeliger, aber nichtsdestotrotz ziehe ich es trotzdem mit in meine Analysen mit ein, denn meine Handelsentscheidungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem DAX, wiederum werden auf 5-Minuten-Basis getroffen. Das bedeutet, wenn ich die 5-Minuten-Ebene im DAX trade, dann schaue ich mir natürlich an, was macht denn die mich dominierende Zeitebene, in dem Fall eben die Stunde beispielsweise. Im Devisenbereich handle ich primär die Stunde bis 4-Stunden-Ebene, da schaue ich mir an, was macht eben entsprechend der Tag. Aber versuche eben tatsächlich solche Divergenzen möglichst in übergeordneten, hohen Zeitebenen zu identifizieren. Da ist die Aussagekraft um ein Vielfaches höher. Und wenn ich so etwas dann identifiziere, dann schaue ich mir diese aktuelle Situation fundamental an, schaue mir eben an, welche News-Events stellen an, wo man auch eventuelle Rhetoriken dann findet, die entsprechende Wohler begünstigen. Und dann habe ich ergänzend dazu eben noch diese Sentiment-Betrachtung, diese Extrempositionierung. Dann wird da schon eine sehr, sehr interessante Möglichkeit heraus, die dafür spricht, dass vielleicht doch eine schärfere Korrektur statt eher einer dann Konsolidierung hier auf hohem Niveau eben stattfindet und diese Divergenz derart abgetragen wird. Schauen wir einfach, wo sich das dann am Ende ausgeht. Wir wollen im Folgenden noch einen Blick werfen auf die weiteren Verwendungsmöglichkeiten im RSI. Ich benutze tatsächlich den RSI rein als Momentum-Indikator. Es gibt andere Herangehensweisen. Ich habe mit diesen Problem ist schwierig formuliert, aber zumindest bin ich etwas reservierter. Es gibt zum einen die Möglichkeit, Extremzustände eben zu identifizieren. Das hatten wir gerade schon gesagt. Also man könnte zum Beispiel sehr plump sagen, immer wenn der Markt überverkauft ist, also unter 30 der RSI rutscht, dann würde ich eher kaufen und andersrum würde ich eher verkaufen oder Short-Positionen bevorzugen, wenn der RSI sich sehr stark überdehnt auf der Oberseite darstellt, also größer 70 ist. Das Problem an dieser Herangehensweise ist, dass besonders Märkte, die die Tendenz haben, stark zu trenden, also besonders auch dann tiefe Märkte wie Devisen, aber auch zum Beispiel Edelmetalle, die eine starke sogenannte Zinssensitivität haben, auch Anleihemärkte zum Beispiel, die haben eine Tendenz dazu, sehr lange zu trenden, sehr stark in eine Richtung zu laufen, bevor es dann schlussendlich mal irgendwann zu einer Korrekturbewegung kommt. Und das bedeutet also sehr plump gesprochen, diese stark trendenden Märkte können sehr viel länger stark trenden, als der Trader liquide bleibt, um es mit John Maynard Keynes zu halten. Der sagte mal, der Markt kann länger irrational verweilen, als der Investor liquide bleiben. Und das bedeutet also etwas anders formuliert, du solltest im Zusammenhang mit dem bloßen Anwenden eines überkauften, überverkauften Modus im Zusammenhang mit dem RSI und den jeweiligen Generierungen von Handelssignalen sehr, sehr reserviert, sehr vorsichtig sein. Das vielleicht sogar nur auf Trendmärkte eben tatsächlich dann beschränkt in diese Herangehensweise. Und das heißt also etwas anders formuliert, diese vielleicht sogar Divergenzen, von denen wir gerade eben in diesem Zusammenhang sprachen, dann Anwendung finden lassen in Range-Märkten, die dann entsprechend in diesen überkauften, überverkauften Modi eben dann auftreten. Weitere Möglichkeit an dieser Stelle ist die sogenannte Herangehensweise, Stichwort Triggerlinie. Also diese Herangehensweise, da bin ich sehr vorsichtig, das will ich dir ganz ehrlich sagen.
Was damit gemeint ist, ist Folgendes. Und zwar, man nimmt den RSI und überlagert den an dieser Stelle mit einem gleitenden Durchschnitt beispielsweise. Also einem EMA, Exponential Moving Average zum Beispiel. Und hat dann eben so ein sogenanntes Crossover-Signal. Also sprich, wenn der RSI jetzt den EMA von unten nach oben kreuzt, dann würdest du ein Long-Signal generiert bekommen. Beziehungsweise kreuzt der RSI die EMA-Linie, den gleitenden Durchschnittslinie von oben nach unten, dann würdest du entsprechend ein Short-Signal generiert bekommen. Warum bin ich da sehr reserviert? Nun, diese Herangehensweise, die ist mir etwas zu abgeleitet. Glaube ich, das trifft es sehr, sehr gut. Denn wir müssen uns immer vor Augen führen, wenn wir uns den RSI betrachten, dann ergibt sich der RSI-Stand aus dem jeweiligen Kurs eben in dem zugrunde liegenden Basiswert. Das bedeutet aber auch, anders formuliert, ich kann auch gleich auf den Chart gucken und dann habe ich die Information ungefiltert und ohne, dass ich eben erstmal Werte in einen Indikator reinstecken muss und irgendwas berechnen muss, sondern ich habe den nackten, alle Informationen im übertragenen Sinne beinhaltenden Informationen Chart vor mir und kann ausgehend von diesem entsprechend meine Handelsentscheidung treffen. Das heißt also, während ich diese Herangehensweise zwar nachvollziehen kann, ist es etwas, was in meinem Trading überhaupt keine Anwendung findet, weil zu weit vom realen Preis, vom echten Chart einfach weg. Und deswegen ist das eine Herangehensweise, die ich hier der Vollständigkeit halber mit einfließen lasse, aber nichtsdestotrotz dir nicht unbedingt empfehlen würde, wenn du den RSI planst, in deinem Trading Anwendung finden zu lassen, eben anzuwenden. Kommen wir zur Zusammenfassung. Also, der Relative Strength Index, RSI, geht zurück auf J. Well Wilder, auch Begründer der Average to Range, ATR, und ist tatsächlich ein Klassiker und Standardindikator, der zwecks Momentum-Analyse eben tatsächlich Anwendung findet. Der RSI macht im Kern Folgendes. Er schaut sich die Stärke von Kursverlusten in einer jeweiligen Periode an, also das heißt, wie viele Kursverluste sind aneinandergereiht aufgetreten, berechnet den Durchschnitt, macht das Gleiche im Zusammenhang eben mit Kursgewinn, also er schaut sich die Stärke von Kursgewinn in der jeweiligen Periode an und dann vergleicht er die beiden beziehungsweise setzt diese eben entsprechend ins Verhältnis. In meinem Trading nutze ich den RSI primär zur Identifikation möglicher Divergenzen, also eine reine Momentum-Analyse, die ich unternehme und dann in diesem Zusammenhang besonders eine Idee zu bekommen, ob sich ein Trend in Richtung eben des oder im Basiswert der Trend, ob dieser sich beginnt abzuschwächen. Weitere Verwendungsmöglichkeiten sind eben die sogenannte Extremzustandsanalyse, so nenne ich sie jetzt mal. Also aufmerksam zu werden, wenn der RSI den 30er-Bereich unterschreitet oder beziehungsweise die 70er-Schwelle überschreitet im Hinblick auf überkaufte Modi, also überhitzte Modi. Wobei, wie gesagt, das sehr vorsichtig zu genießen ist, weil Märkte wesentlich länger, stärker trenden können, als eben du an dieser Stelle eventuell dann hier eine entsprechende scheinbare Bewegung siehst, die du aus Chance-Risiko-Verhältnis technischer Perspektive benötigst. Ergänzend hierzu auch die Möglichkeit, eben den RSI als Triggerlinie zu verwenden. Sprich also den RSI zum Beispiel mit einer gleitenden Durchschnittslinie zu überlagern und dann ausgehend hiervon Handelssignale sich generieren zu lassen. Da bin ich noch wesentlich reservierter, weil in dem Zusammenhang kann ich auch und wahrscheinlich sogar lieber, würde ich lieber, eben auf den nackten, alle Informationen beinhaltenden Chart eben tatsächlich blicken. So, das wäre es zum RSI gewesen. Ich hoffe, dass dir das Tutorial gefallen hat. Ich hoffe, dass ich habe für dein Trading tatsächlich einen Mehrwert bieten können. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like hier, abonniere gerne den Kanal. Und wenn du Fragen haben solltest, schicke gerne eine E-Mail an jklatt@jk-trading.com. Ich stelle alle Fragen auch gerne unter oder in die Description-Box nicht, aber in die Chat-Box unterhalb dieses Videos. Und wenn du Wünsche für zukünftige Events hast, lass mich das gerne wissen. Ich bin für jeden Input eben in diesem Zusammenhang sehr dankbar. Allzeit Happy Trading wünsche ich dir. Hab dich wohl. Wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Ich freue mich drauf. Mach's gut. Bis dann und tschüss.